So, Aibo, wir starten. 5, 4, 3, 2, 1, Action. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von der Aibo Show. Geiles Gefühl. Aibo Show, meine eigene Show. Ob ihr wollt oder nicht, juckt gar kein. Ich mach das trotzdem. Vielleicht haben wir keine Fernsehqualität, aber dafür haben wir ein Herz so groß wie ein Löwe. Und vielleicht, wer weiß, gibt es die Aibo Show irgendwann im Fernsehen. Wenn wir weitermachen, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr mich supportet, wenn wir das durchziehen. Wer weiß. Für alle, die sich wundern, warum hinter mir im Aquarium nur zwei Fische sind, der Rest ist im Urlaub. Ja, das war immer schon ein Traum von mir, meine eigene Show mit einem schlechten Witz zu beginnen, meine lieben Freunde. Ich sehe da oben. Wer bist du denn? Aibo Show! Was soll ich dazu sagen, Digga? Ich bin jetzt einfach da und ich habe jetzt meine eigene Show. Und ich weiß, jetzt werden viele haten. Viele werden es feiern. Ob ihr es feiert oder nicht, das juckt mich, wie gesagt, wirklich nicht, Digga. Ich schwöre es euch, es juckt mich nicht. Aber ich würde es natürlich feiern, wenn ihr es feiert. Dann feiern wir alle zusammen im Club. Du hast den gecheckt, ne? Kleines Slap. Und zwar haben wir als allererstes den Witz des Tages für euch. Was ist ein Inder mit einer Narbe auf dem Kopf? Inder Potter? Curry Potter. Das war doch ein Lacher wert, oder? Guck mal, da lacht er immer noch. Du, ich feier dich. Komm nach der Show, kriegst ein Autogramm. Das war der Witz der Woche. Als nächstes Thema haben wir das Thema Musik, das Thema Rap. Ja, heute haben wir erstmal die Top 3 Songs der Woche, die Top 3 Neuerscheinungen der Woche. Und dann haben wir noch ein kleines Interview mit 4Seven hier im Musikbereich. Du dreckiger Lappen, was für Messerattacken in deine Mutter mecker nacken als ein Wellensteinjacken. Und wir fangen direkt mal an. Und zwar Platz 3 diese Woche von den 9 Songs ist Gentleman featuring Luciano featuring Ezel mit Devam. Platz 3 auf jeden Fall verdient mit dieser wunderschönen Kombination. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Lied geworden. Sehr cooler Vibe, sehr chillig, sehr sommerlich auf jeden Fall. Platz 3 verdient. Platz 2 war in meinen Augen eigentlich lange Zeit Platz 1, aber ich musste es leider auf Platz 2 denken, weil Platz 1 einfach Platz 1 diese Woche verdient hat. Und zwar ist Platz 2 Kalim mit Baby. Du wartest, bis ich reinkomm, redest mit dein iPhone. 4 Minuten Sprachmemo, ich spule bis 3 von. Ich bin dein G-Bay, wechsel meine Prepaid. 3 Telefone in der 5-0. Ein sehr, sehr krasser Song, ein sehr, sehr guter Song meiner Meinung nach. Hätte eigentlich die 1 verdient gehabt, wenn die Nummer 1 diese Woche nicht so extrem krank wäre. Check den Song ab. Kalim sowieso ein sehr guter Künstler. Verdienter Platz 2 für ihn. So, auf Platz 1 haben wir Capital Bra mit Einsam an der Spitze. Und die Kids da draußen hören jeder meiner Sätze. Sie sagen, ich wäre der Beste, doch ich fühle mich wie das Letzte. Meine Family ist safe, der Plan ist aufgegangen. Und ich also ein sehr emotionaler Song, ein sehr schöner Song, sehr schöne Message, ein sehr heftiges Musikvideo. Diese Woche auf jeden Fall Platz 1 verdient, auf jeden Fall. Und ja, sehr, 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 sehr gutes Lied von Capital auf jeden Fall. Glückwunsch zu Platz 1 in der Aibo Show diese Woche. Das waren unsere Top 3 Songs, unsere Top 3 Neuerscheinungen der Woche. Dann kommen wir direkt zu unserem Interview. Und zwar kennen wahrscheinlich viele von euch 4Seven. Ich will zu Deutschlands erfolgreichsten Labels. Ich schaffe es auch ohne einen Talisman. Also mach das Richtige, hol dein Handy raus und ruf verdammt nochmal Farid an. Wir hatten 3 Fragen an ihn. Und zwar war unsere erste Frage, was ist deine größte Motivation? Wenn ich auf alle Erfolge schaue, was ich bis jetzt erreicht habe, dass ich immer noch Gott sei Dank gesund bin und meinen Eltern es gut geht. Das ist meine größte Motivation, weiterzumachen, womit ich angefangen habe. Unsere zweite Frage an 4Seven war, wodurch und wann war dein erster Kontakt mit Rap? Boah, mein erster Kontakt mit Rap war tatsächlich durch Eminem, als ich ein kleiner Pisser war. Und ja, der hat mich einfach gepackt mit seinem Storytelling, mit seinen übertrieben krassen Rhymes und sehr, sehr vielen Punchlines, die der hat. Also das ist auf jeden Fall
mein Anfangs-Rapper, den ich gefeiert habe, und deswegen bin ich heute hier. Und unsere dritte und letzte Frage an 47 war: Für welchen Beruf hättest du dich entschieden, wenn es nicht mit Rap geklappt hätte? Gibt es nicht, weil das, was ich mache, immer zu 100% durchgezogen wird und das bis Ende so sein, bis ich das schaffe, was ich mir erträume, mache ich genau das. Und deswegen Beruf, anderer Beruf, womit ich, keine Ahnung, für mein Brot sorge, ist Nebensache. Deswegen klammert euch an eure Träume fest und ihr schafft das auch, egal was. Ciao. Und das waren auf jeden Fall die Antworten von 47. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Checkt auf jeden Fall sein Album ab, ist jetzt auch draußen. Drill Criminal ist ein sehr schönes Album geworden. Checkt es auf jeden Fall ab, unterstützt den Bra. Das war's hier aus dem Musikstudio. Ich gebe wieder zurück an Aibo. Wir sehen uns nächstes Mal. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Musikbericht. Das freut mich auf jeden Fall. Das ist wie Musik in meinen Ohren. Komm, du hast den gecheckt, Digga. Komm, Digga. Mann, ist das unlustig. Ja. Scheiße. So habe ich das nicht geplant am Anakulm. Ich dachte, das wird hier alles lustiger. Ich sollte mir nächstes Mal Witze aufschreiben und ein Hemd suchen, was mir passt. Komm. Du Hund. Als nächstes schalten wir rüber ins Fußballstudio. Danke, mein Bester. Die Fußball-News von heute. Gareth Bale ist offiziell zurück bei den Tottenham Hotspurs. Damals 2013 ist er für 101 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt. Heute ist er offiziell wieder zurück in London, hat seinen Vertrag wieder unterschrieben. Ich bin gespannt. Ich denke, es wird eine erfolgreiche Zeit für Gareth Bale. Ich glaube, er wird wieder zu seiner Leistung zurückfinden. Was haltet ihr davon? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Lasst mich wissen, wie ihr das Ganze so seht. Dann haben wir noch einen sehr heftigen Transfer, und zwar Thiago ist offiziell bei Liverpool. Nachdem er mit Bayern die Champions League gewinnen konnte, ist er jetzt bei Jürgen Klopp in Liverpool. Ich bin auch da sehr gespannt, was er da für eine Rolle einnehmen wird, ob er da genauso gute Leistungen wie bei Bayern zeigen wird. Was haltet ihr davon? Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Die Bundesliga hat wieder angefangen, und zwar fulminant hat sie wieder angefangen. 8:0 gewinnt Bayern am Freitagabend gegen Schalke 04. Nach dem 8:2-Sieg gegen Barcelona geht es bei Bayern direkt weiter mit einem 8:0 gegen Schalke. Also es ist wirklich heftig, was Bayern im Moment macht. Ist Bayern zurzeit die beste Mannschaft der Welt? Was ist eure Meinung? Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Dann haben wir passend zum Thema Fußball heute ein kleines Interview für euch vorbereitet mit Barış Ekinciyer. Ist zurzeit unter Vertrag beim VfL Bochum und ist Nationalspieler von Aserbaidschan. Wir haben ihm drei Fragen gestellt. Die erste Frage lautet: Was ist deine größte Motivation? Die größte Motivation für mich im Fußball ist, die Spieler zu sehen, wie sie in der Champions League performen. Also ich würde gerne da stehen. Manchmal klappt es, also man muss schon sehr, 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 sehr gut sein, um da mitspielen zu können. Aber das ist so die größte Motivation, die ich habe, irgendwann mal eines Tages in der Champions League aufzulaufen oder in einem Top-Verein zu spielen. Ja. Unsere zweite Frage an Barış war: Wieso hast du dich für die Nationalmannschaft von Aserbaidschan und nicht für die Türkei entschieden? Ich spiele seit der U17 für Aserbaidschan. Die sind mal nach einem Spiel in der U17-Bundesliga zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob ich für die spielen will. Und dann ging alles ganz schnell. Ich habe die U17-EM bei Aserbaidschan gespielt. Habe da immer von Anfang an gespielt und deshalb habe ich mich dafür entschieden, bei Aserbaidschan zu bleiben. Ich konnte ab der U19 für die Türkei spielen, weil sie mich 2-3 Mal eingeladen haben. Aber für mich war das dann so eine Sache wie, ja, die haben mir zuerst die Chance gegeben und deshalb war das so eine Loyalitätssache, sage ich mal. Unsere dritte Frage an Barış war: Welchen Beruf hättest du gewählt, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Schwer zu sagen. Also ich habe relativ früh alles auf eine Karte gesetzt. Ich wollte unbedingt Fußballer werden. Habe dadurch Schule vernachlässigt, was eigentlich nicht gut ist. Aber es war halt mein Weg, den ich einschlagen wollte und dem bin ich treu geblieben und deshalb habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Vielleicht wäre ich in irgendeiner Firma am Arbeiten, bei meinem Papa oder sonst was. Das war auf jeden Fall das Interview mit Barış. Check Barış auf jeden Fall ab. Viel Glück und viel Erfolg für deine restliche Karriere. Ich hoffe, du schaffst es in die Champions League. Ich hoffe, du schaffst es in einen Top-Club. Und ja.
Das war's auf jeden Fall mit dem Fußball. Wir gehen zurück ins Studio. Vielen Dank. Passt auf euch auf. Das Runde muss ins Eckige. Du kleiner Wichser, lacht, Digga, lacht. Als nächstes haben wir das Thema Essen. Das Thema Ernährung. Das Thema, ich kann nicht kochen, ich kann nicht backen. Was kann ich mir zu essen machen? Ich brauche ein Brett. Zwiebeln. Wenn ich weine, dann ist das so morgens. Schön, Digga. So, Digga, wir haben unsere Zwiebeln geschnitten. Sonnenblumenöl. So, Zwiebeln sind da, Hackfleisch ist da, Salz und Pfeffer und ganz wichtig, Tomatenmark. Ich kann euch nur empfehlen, noch ein bisschen Schärfe reinzumachen, aber da mein Papa das nicht so gern mag, lassen wir das heute weg. Dann fangen wir mit den Zwiebeln an. Die kippen wir dann mal hier rein. In der Zeit, wo das Hackfleisch langsam wird, schneiden wir hier unsere Blätterteigrolle. Also das ist ganz normaler Blätterteig. Und klatschen das Ding hier rein und schneiden das Ganze in 4 Teile und zeigen erstmal an diesem Exemplar, was gemacht wird. Zwiebeln fangen jetzt langsam an zu braten. Mein Bratan. Ich zeige euch, wie ich das mache, Digga. Wenn irgendjemand ein Problem damit hat, dann ist das nicht mein Problem, dann ist das sein Problem. Versteht ihr, was ich meine? Ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Hackfleisch rein. Salz. Pfeffer. So sieht unser Hackfleisch mittlerweile aus. Sieht eigentlich schon fertig aus. Können wir gleich rausnehmen. Hier haben wir ja unser erstes Exemplar. Wir nehmen etwas Hackfleisch. Nehmen es relativ mittig. Dann nehmen wir hier die Ecken. Zack. Und knicken sie einfach zusammen. Zack. 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 Also so sieht das jetzt circa aus. Die Seiten machen wir hier mal ein Stückchen runter. Etwas Käse. Schön auf das Hackfleisch rauf. Wir brauchen nur das Eigelb. Das sind jetzt 2 Eier, 2-mal Eigelb. Und jetzt schmieren wir das Eigelb auf den Teig. Ich weiß, das ist jetzt mit dem Eigelb ist das ein bisschen verwischt alles, aber so ungefähr sollte das dann aussehen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lange das dauern wird. So, das zweite Blech ist jetzt auch schon fertig. Das dritte und letzte Blech mache ich hier mit Schafskäse und Nane, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Minze, keine Ahnung, kann sein. Das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Kleiner Mixer. Warte, du. Die erste Folge der Aibo Show geht auf jeden Fall dem Ende zu. Als letztes Thema haben wir das Thema Frauen. Ein Thema, was glaube ich viele nicht verstehen. Und dafür habe ich meinen Love-Doktor engagiert, damit er sich darum kümmert. Danke, mein Bester. Ich habe auf Instagram eine Fragerunde gestartet und habe gefragt, welche Fragen die Herren an eine Frau schon immer hatten oder was sie bei Frauen nicht verstehen. Ich habe die Fragen rausgesucht, die öfter dran kamen, die sehr oft gestellt wurden. Und die liebe Svenja wird diese Fragen heute beantworten. Vielen Dank an Svenja auf jeden Fall dafür. Die erste Frage ist, warum gehen Frauen zu zweit auf Toilette? Ganz easy. Erstens, wir sind irgendwo in einer Location, wo viele Menschen sind. Das heißt, sobald wir aufstehen und den Weg zur Toilette bestreiten, wir haben das Gefühl, dass alle Augen auf uns gerichtet sind. Deswegen brauchen wir unsere Bestie an unserer Seite, um diesen Weg zu bestreiten. Auf der Toilette selbst ist es eigentlich nichts Spektakuläres. Und zwar, wir müssen uns mit unserem Equipment gegenseitig aushelfen. Und zwar hat die eine den Lipgloss dabei, die andere hat die Bürste dabei. Egal, was wir noch für Sachen brauchen, wir tauschen uns gegenseitig aus. Wir checken uns gegenseitig aus, ob wir fresh aussehen. Wir machen eine kurze Lagebesprechung. Und that's it. Also, ist gar nichts Spektakuläres eigentlich. Die zweite Frage, die auch sehr oft gestellt wurde. Wie merke ich, dass eine Frau mich attraktiv findet? Das ist
ist eigentlich ganz easy zu durchschauen. Und zwar merkst du, dass die Frau immer wieder Blickkontakt zu dir sucht, dass sie dich anlächelt, dass sie über deine Witze lacht, obwohl die vielleicht eigentlich gar nicht witzig sind. Dass sie vielleicht versucht, ein bisschen Körperkontakt herzustellen, dass sie deinen Arm irgendwie berührt. Ja, dass sie dich Sachen fragt über dich und ja, also eigentlich ganz easy. Und die dritte Frage, die wirklich sehr, sehr oft gestellt wurde: Warum stehen Frauen auf Bad Boys und nicht auf die mit gutem Herzen, die sie wirklich lieben? Frauen stehen auf Bad Boys, weil die einfach sich was trauen, weil die draufgängerisch sind, weil die uns beschützen können, weil die Ecken und Kanten haben, sie sind interessant und vor allen Dingen haben wir das Gefühl, wir können sie nicht so leicht bekommen und egal ob Männer oder Frauen, das weckt in uns einfach den Kampfgeist und wir wollen unbedingt diese Person einfach kennenlernen oder haben. Und aber natürlich wünschen wir uns letztendlich jemanden, der ein gutes Herz hat, loyal ist, uns liebt. Also eigentlich wünschen wir uns die perfekte Mischung aus beidem. Das war's auf jeden Fall mit den Fragen heute rund ums Thema Frauen. Ich bedanke mich und zurück ins Studio. Ja, Frauen. Man versteht sie nicht, aber man liebt sie, wa? Da lacht ihr alle, da lacht ihr alle. Das war auf jeden Fall die erste Folge der Aibo Show. Ich bedanke mich auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der dabei war, an jeden Einzelnen, der mich immer supportet, an jeden Einzelnen, der mich immer supporten wird. Checkt auf jeden Fall mein neues Single ab. German Benim ist erster Link in der Beschreibung. Und wir sehen uns hoffentlich bald in aller Frische wieder. Und schreibt doch mal für die zweite Folge, was ihr euch so an Themen oder an Experimenten wünscht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Ich küsse eure Herzen, küsse eure Augen. Aibo's out.